Ich hab's übersehen. Man kann die Tür von Anfang an aufmachen. In der Gegenwart. Okay, schauen wir mal erstmal hier rein und willkommen übrigens zurück zu Zelda Skyward Sword HD. Wir schauen erstmal hier in der Gegenwart vorbei, bevor wir jetzt in die Vergangenheit reisen. Hey, was war das denn wieder hier? Hau mal ab hier! Ich hab euch nicht bestellt! Tschüss! Okay. Hier ist ein Klotz. So, den können wir erstmal wegmachen, damit wir hier durch können, beziehungsweise durchschießen können. Ich sehe nicht, deshalb maybe not. Das bringt wahrscheinlich auch nichts, das zu machen. Nicht mein Item oder so. Okay, das ist wahrscheinlich ja gedacht für Vergangenheit. Okay, Moment, bevor ich es gleich vermasse, fahre ich ihn noch ganz hinten. Vielleicht brauche ich ihn ja da ganz hinten, weil das hier, was macht das hier? Aha! Moment, vielleicht kann ich ihn von hier aus abschießen. Maybe. Komm schon, das könnte funktionieren. Nein? Doch. Okay, das funktioniert. Aber es ist echt knapp bemessen. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das ist egal. Okay. Wir haben jetzt da die Tür aufgemacht. Wir sind wahrscheinlich alles komplett voll mit Gegnern in der Vergangenheit. Deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn wir es uns erstmal in der Gegenwart anschauen. Okay, die war schon immer offen, die Tür, aber halt in der Vergangenheit sind die Spikes weg. Jetzt habe ich auch verstanden. Okay. Was finden wir hier? Für die Leute, die letzte Folge nicht gesehen haben, wir sind gerade dabei, unsere Crew zu retten. Also zumindest die Crew vom Kapitän. Das ist ja nicht unsere Crew, aber ne? Wenn wir versuchen, eine Crew zu retten. Ach, und da müssen wir auf jeden Fall in die Vergangenheit für. Alles klar. Dann wechsle ich sie eben schnell in die Vergangenheit zurück und komme gleich wieder. Okay. So, wie sieht denn hier so schön aus? Sind da ganz viele Gegner? Ja, hab ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht, dass du mich hier nerven willst, mein Freund. Oh ne, mein Freundchen. Haha, tschüss. Okay. Haja! Wohin? Warte. Hä? So? Okay, das funktioniert. Ah, und jetzt geht alles an. Nee, jetzt geht alles. Doch, jetzt geht alles an. Jetzt kann ich da vielleicht durch. Nur was ist jetzt passiert? Gebieter, wie der Meister Rose sagte, bewegte sich etwas im Maschinenraum. Es ist jedoch nur ein Stromschalter betätigt worden. Der Gang zum Kerker ist immer versperrt. Ich empfehle, den zweiten Schalter schnell zu aktivieren. Der zweite Schalter. Und wo befindet sich der? Hier? Gott, das sind Gegner. Aber ein Schalter scheint da nicht zu sein. Nö. Wo befindet sich denn dann der zweite Schalter? Ich weiß es nicht. Was war hier nochmal drin? Ach so, das hier ist der Weg dorthin. Ja, ja, klar. Kann ich vielleicht hier durchschießen? Ist hier vielleicht irgendwas? Ah, hier ist der zweite Schalter. Hier ist er. Hm. Ah. Nur in der Vergangenheit, nur in der Gegenwart ist der Strom weg, aber. Schaut mal. Vielleicht kann ich da meinen. Ha? Nee, das funktioniert nicht, oder? Von da aus muss ich es wieder umkehren oder so. Ja, das ist mir schon klar. Okay, es ist aber trotzdem nett, dass mir das Spiel sagt, wo der Schalter ist. Aber das habe ich jetzt auch herausgefunden. Frage ist nur, wie ich drankomme. Da ist nichts. Ja, eigentlich dachte ich halt, dass man den Schalter irgendwie betätigen kann. Aber wie? Geht das überhaupt in der Vergangenheit? Da komme ich niemals durch. Oder warte mal, kann ich vielleicht meinen Beetle durchschicken? Ja. Ach, vielleicht kann ich mit dem hier hoch. Nee, mit dem komme ich da nicht hoch. Aber vielleicht kann der Beetle
den Schalter aktivieren. Ist er stark? Nee. Das funktioniert leider nicht. Schade. Ich will mal sehen. Nee, das ist wirklich nur der Schalter, ne? Wie komme ich denn dann da durch? Der Peitsche reicht das niemals. Der geht ja nicht mal durch die Elektrizität durch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich schätze, ich stelle es trotzdem mal zurück in die Vergangenheitsform. In die Zukunftsform, meine ich. Gegenwart, ne? Wartet mal. Komme ich nicht von hier aus auch? Dahin, in dem Boot? Moment. Geht das? Ja, doch. Oh, jetzt bin ich. Ja! Boah, das ist echt. Oh Gott, da musste ich erstmal drauf kommen. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich einen Tod habe. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ah, die beiden müssen mal weg. Kommt her. Weiche verteidigt. Ganz schön euren wunderbaren Schalter, aber ihr müsst jetzt leider verschwinden. Danke. Da kann ich doch einfach hochjumpen, ja. Brauche ich die Peitsche nicht für. Perfekt, die Tür ist jetzt offen. Ich kann jetzt hier oben hoffentlich den... Ja. Perfekt. Wie Link so nach oben geschaut. Voll lustig eigentlich. Okay. Der zweite Schalter wird somit aktiviert. Und nun sollten wir Zugriff bekommen. Mhm. Nach unten. Das will ich nochmal schwer hoffen, dass wir das haben. Genau, gehen wir mal raus. An der Tür wieder rein. Und gut ist. Jetzt befreien wir unsere Crew. Wir müssen nämlich erstmal unten den ganzen Schalter betätigen. Und dann können wir die Crew befreien. So sieht's aus. Deshalb machen wir genau das. Jetzt sofort. Hopp, 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 hopp. Perfekt. Und da. Da kann ich jetzt durch. Nur muss ich aufpassen. Weil die sich die ganze Zeit bewegen, wie so Trumps. So. Da muss ich halt aufpassen. Dass ich nicht von denen zerdrückt werde. Weil ich bin ja kein Insekt. Ich möchte nicht zerdrückt werden. So. Aha. Aha. Wollte gerade sagen. Wollte gerade sagen. Warte mal, wo bin ich denn lang? Da lang? Ja, das geht auf jeden Fall. Geht's hier lang? Ist es hier richtig? Wo bin ich denn jetzt? Jackpot! Ja, der Kapitän seine ganzen Schätze liegen gelassen. Und ich schnapp mir jetzt jeden einzelnen davon. Ja, okay, das war Müll. Was ist hier drin? Das ist kein Müll und eine Rubine. Sind wir schon bei fast 900. Das ist, wie wir überhaupt tragen können. Noch mehr Müll. Boah, ich feiere diesen Raum. Nochmal 100 Rubine! Ey, wir haben bald das Maximum erreicht. Das ist nicht so gut, wenn jetzt nochmal 100 sind. Ne, hier ist Trash. Aber oh mein Gott. Wie viel können wir überhaupt tragen? Wir können 1900 tragen insgesamt. Okay, dann können wir eigentlich noch weitere 1000 gebrauchen. Ne? Spiel kann ja mal so nett sein, mir nochmal 1000 geben. Oh mein Gott. Haben wir richtig viel jetzt bekommen. Damn. Oh, ich muss mal ganz schnell sein, habe ich gerade gemerkt. Es war einfach nur Luck, dass ich im richtigen Moment hier durchgelaufen bin. Okay. Der Peitsche. Der Peitsche, sag ich. Jetzt. So, rauf. Okay. Und dann uns irgendwo nach oben. Ah, da hinten. Jetzt da drüber. Und jetzt hier lang. Ja. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. Hier ist der Schalter. Ja. Genau. Abkürzung. Und jetzt schaut mal, wo wir landen. Das habe ich schon auf der Map gesehen.
Dann, wenn wir jetzt hier durchgehen. Boah, wie das aussieht. Sieht krass aus. Aber ja, wenn wir hier durchgehen, kommen wir zur Leiter. Und jetzt schaut mal, in welchen Raum wir landen. Richtig. Hier, in diesem Raum. Hier sind nämlich all die Leute gefangen genommen worden. Du hast wirklich gerettet, danke. Du bist also hier gekommen, um Nairos Flamme zu suchen. Um Nairos Flamme neu zu entfachen, musst du die Steuerung des Schiffes zurücksetzen. Der Kontrollrahmen ist neben diesem Kerker, wird aber von einer schweren Tür beschützt, für die du einen Schlüssel brauchst. Zuerst musst du zur Kapitänskajüte. Der Schlüssel zum Kontrollraum ist in der Kapitänskajüte. Zum Dank überreiche ich dir diesen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kannst du die Tür zur Kapitänskajüte öffnen. Danke. Ist nett. Ich mag die Kleinen. Die Kapitänskajüte betrittst du durch die Tür am Ende des Decks. Auf einmal nicht mehr blau geschrieben, okay. Ja, das ist der letzte Ort, wo wir noch nicht waren. Wir waren jetzt überall schon. Bis auf hier. Ich werde schon mal nach draußen fliegen. Schon gleich, du machst das schon. Kein Problem. Wie langsam die sind so. War ich nach draußen? Na gut. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Jetzt komme ich aber nicht mehr raus. Wo ist nochmal die Kapitänskajüte? Die ist... Okay, die ist oben am Deck. Ganz oben. Ach, und deshalb ist da hinten die Abkürzung. Die brauche ich jetzt. Ach, schaut mal, ich kann das schnell machen. Aber ich verliere halt damit Ausdauer. Das wusste ich gar nicht. Lol. Okay, krass. Dass das funktioniert. Na gut. Na gut. Wir machen guten Fortschritt heute. Wir machen sehr guten Fortschritt. Wäre cool, wenn wir den Dungeon heute auch schon beenden könnten. Weiß aber nicht, ob da noch was kommt, aber ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende, oder? Jetzt halt noch die Kapitänskajüte abchecken. Und dann war's das doch. Was soll denn jetzt noch kommen? Oder? Ah, wir hätten das Boot nehmen können jetzt. Wisst ihr was? Ich nehme es jetzt auch. Ich nehme jetzt das Boot. Weil ich habe gemerkt... Oh, die nehme ich mit. Lol. Fällt einfach rum. Ich habe nämlich gemerkt, dass hier oben... Moment. Dass hier ein Schalter ist. Ja, der ist doch schon die ganze Zeit da. Mit dem bin ich überhaupt mit dem Boot nach unten gekommen. Wie Link da steht. Muss doch wehtun mit dem Rücken. Aua. Oh ja, die leben alle. Ich lasse mal in Ruhe, ne? Ciao. Ich will nur durch. Was gibt's denn hier Schönes? Und speichern, ja, ich sehe schon. Ach, jetzt sind wir hier. Na, jetzt sind wir hier hinter. Oh, aber ich muss wieder zurückstellen, glaube ich, auf die Gegenwart. Kann das sein? Kann das? Ich denke schon. Ja, macht eigentlich Sinn. Will du mich sehen? Nee. Okay, dann glaube ich, stelle ich mal eben zurück. Und hoffe, dass es... Hey, Link! Und hoffe, dass es funktioniert. Weil ich wüsste jetzt nichts anderes, was sonst funktionieren soll. Okay, hier ist auf jeden Fall der Boss-Key drin. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da ist der Boss-Key drin. Und wir dann zum Boss direkt können. Oh, das wäre cool, wenn wir den heute noch schaffen könnten, aber... Wird knapp. Wird definitiv knapp. So, jetzt wieder hier rein. Okay, die Tür bleibt offen. In der Gegenwart. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Jetzt können wir erstmal ein bisschen saugen. Boah, 1000 auf dem Konto. Boah, das sieht man doch gerne. Freunde, das sieht man doch gerne, oder? Okay. Luke ist bereit, dafür sein Schwert unbedingt draußen halten. Das ist aggro. Hat Zelda schon so lange nicht mehr gesehen und... Achso, weil ich die Kamera... Ich bin im Kameramodus gewesen, deshalb kann ich ihn angreifen. Genau. Aha, was gibt's denn da hinten? Was macht das? Das macht's auf. Dann kann ich ja durchschießen, wenn der Gegner nicht wäre. Okay, der Gegner muss... Ja? Hast verstanden. Der Gegner muss rein... Weg. Hä?
Hä? Ach, da. Ich habe gerade so, hä? Wo denn? Hier. Und das sind voll aufgeladen, damit es auf jeden Fall trifft. Och nö. Machen wir erstmal den hier. Perfekt. Kleiner Pisser. Mann, bin froh, dass wir jetzt stärker geworden sind, ne? Bin wirklich froh darüber. Aber nach diesem Dungeon werden wir noch stärker. Das wollen wir anstreben. Jetzt wollen wir das wieder umschalten, glaube ich. Ich glaube schon. Oh, okay. Nicht so einfach, weil das Ding sich ja so dreht. Aber nicht unmöglich. Okay, jetzt kriege ich keine Katze mehr, das ist schön. Danke, Spiel. Was machst du? Ah, perfekt. Die Tür machst du auf. Da freue ich mich aber, wenn du die Tür aufmachst. Ich bin mal so frei. Geh mal durch und schau mir das Ganze von innen an. Okay. Okay. Dann. Let's fight! Ja, der andere will mich jetzt die ganze Zeit angreifen. Ich kann nichts machen. Ich muss jetzt mit leben, ja. Wo ist der andere? Da ist er. Da sind drei. Ja, ich muss damit leben, dass ich die ganze Zeit jetzt angegriffen werde. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. So ist es halt für mich am einfachsten. Ja. Na klar. Ja, war klar. Danke. Das stört mich nicht. Ich mag am wenigsten von allen. Okay, man musste es tun. Und jetzt kriegen wir Zugriff zum Tentakelschlüssel. Das sieht aber lustig aus. Diese Schnitzerei sieht aus wie ein Tintenfisch mit unzähligen Saugnäpfen. Und den sollen wir zu einem Totenkopf formen. Na gut, ich mach's mal, wie es gewollt ist, ne? Wir müssen nach unten. Ja, okay, wir müssen nach unten. Und nein, das ist hier doch nicht der Ort, wo ich dachte, wo wir sind. Also als ich vorhin Oloy gesagt habe, hier sind wir. Nein, stimmt gar nicht wirklich. Müssen wir in der Vergangenheit sein dafür? Ich bleib mal in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist richtig so. Ich glaube schon. Boah, ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Schnell weg hier. Kein Bock. Das Einzige, auf das ich Bock habe, ist das Video zu liken und vor allem den Boss einer reinzuhauen. Der hat es nämlich auf jeden Fall verdient. Bin mal gespannt, wer der Boss sein wird. Den Captain, den haben wir schon besiegt. Der war ja der erste Gegner hier im ganzen Schiff. Ich hab keine Ahnung, wer das sein könnte jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht kriegen wir noch in der Folge. Achso, noch weiter runter. Noch weiter runter. Na gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Lol. Eigentlich kann ich mir den Weg sparen. Ich weiß. Ich weiß. Aber jetzt ist auch egal. Jetzt bin ich schon hier. Und jetzt. Ach, schaut mal da oben links, wie das aussieht. Hat so ein Auge in der Mitte. Guckt mich so bedrohlich an. Ja, nochmal speichern, damit ich den ganzen blöden Weg nicht nochmal latschen muss. So. Okay. Nein. Hier. Da. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Den Boss jetzt noch zu machen. Ich fand das eigentlich cooler, als man das so gedreht hat mit dem Joy-Con. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil das hier ist so seltsam. Ah, Totenkopf. Boah. Ist nicht einfach. Ja, das war schon? Ich hab's schon. Ah ja, stimmt. Jetzt sehe ich's. Nein! So. So. Beide rein, ah. Zack.
Tintenfisch aka Totenkopf. Rein da. Und jetzt stürmen wir diesen Boss, damit wir das Schiff dem rechtsmäßigen Besitzer wieder zurückgeben können. Genau. Was? Es geht sofort los. Oder ist es ja noch so ein Weg dorthin? Umsehen, umsehen. Ja, was denn? Bin ich da rein? Nee. Was denn? Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Ah, das Schiff sinkt. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Ich weiß doch. Diese Tage scheinen zu einem riesigen Monster zu gehören. Es scheint, als würde das Schiff angegriffen. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Ich will die Tentakel mit der heiligen Kraft so durchtrennen und draußen nach dem Rechen sehen. Hab ich vor. Der heiligen Macht. Oh Gott. Ey, sind wir bei Donkey Kong oder was? Ist aber gemein. Muss ich aufpassen. Ja. Ich muss mich beeilen. Das Wasser wird schon geflutet. Ah. Was zum... Gut, dass ich seekrank bin. Ah Gott, das ist ja wirklich einfach Donkey Kong jetzt. Okay. So, das gleiche Pattern. Was zum... Nein! Bin ich tot? Okay, ich respawn einfach wieder. Okay, gut. Okay, nee, das ist okay, dass ich das nochmal neu machen muss. Das ist nicht so schwierig. Komm schon, auch da. Ja, die kann man so nicht angreifen. Die muss man wirklich mit der heiligen Kraft. Ich wollte es mal ausgetestet haben. So. Okay. Boah. Der Captain tut mir wirklich leid. Der kleine Roboter-Captain. Der tut mir wirklich leid. Sein ganzes Schiff ist jetzt kaputt. Aber eigentlich ist er ja schon tot, deshalb. Ich weiß nicht. Gebieter, ich muss dich verwarnen. Verwarnen? Warum denn? Ich spüre eine dunkle Präsenz hinter dieser Tür. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich der Ursprung der Tentakel in der Nähe befindet. Ich rate zu äußerster Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. YOLO! Da habe ich schon 3 Herzen verloren, aber zum Glück habe ich einen Trank mitgenommen. Einen habe ich mitgenommen. Jetzt geht's hier aber ab. Zeig dich, Boss! Du bist ein Tintenfisch. Ein Oktopus. Ich will deine Visage sehen. Die werde ich nämlich jetzt putzen. Im Schwert. Oh Gott. Hilfe. Medusa, bist du es? Nicht ganz. Es ist uraltes Meeresgrauen. Deidagos. Und es hat Hunger auf Menschenfleisch. Und das ist die Battle Area. Lol, okay. Mit der heiligen Kraft. Genau. Mit der heiligen Kraft. Mario Sunshine-like. Die ganzen Eingeweide hier. Jetzt den Tentakel abschneiden. Was ist das nächste? Was machst du denn hier? Boah, wie das aussieht. Voll gruselig. Ah, warte. Auge. Schon wieder das gleiche. Wieso? Wann habe ich denn Zeit? Oder wenn er einmal gemacht hat? Jetzt. Bam! Ja, hat dir nicht gefallen, ne? Einen habe ich. 2 habe ich. Okay, 2 Haare habe ich kaputt. Das sind wahrscheinlich dein Leben, die Haare, oder? Oder heilt er sich jetzt wieder? War das falsch? Hätte ich sein Auge angreifen müssen. Ich weiß es jetzt nicht. Komm.
war jetzt nicht so gut, leider. Aber ich versuch's. Aber mit Joy-Con wäre es auch nicht einfacher. Ich so viel. Wo ist er? Trau dich! Ah, da bist du. Na komm. Warum verschwindet das noch der Zeit? Das ist nervig. Bam! Jetzt geh ich mal auf sein Auge. Ah, ich kann mehrere angreifen. Oder wie? Warte mal. Nein! Oh, ärgerlich. Ja, ich glaube, seine Haare wachsen wieder nach, oder? Nee, tun sie nicht, oder? Bin mir gerade sehr unsicher. Ich kämpfe auf jeden Fall erstmal weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. So. Jetzt muss er mal den Karkel ab. Wie viel hat der? 4, 5, 6, 7. So viel kann er noch gar nicht mehr haben, oder? Ich habe ihn noch die meisten schon abgerissen. Hä? Ich merke übrigens gerade, ich habe keine Fee, das heißt, ich muss gleich seine Haare bleiben. So. Okay. Ich muss gleich den Trank selber trinken. Ich kann nicht einfach darauf vertrauen, dass das automatisch geht. Oh, das ist nicht gut. Verdammt! Wie viel hat er noch? Ich kann es nicht sagen. Ja, komm. Ich find's irgendwie langweilig. Erst wurde es so episch gemacht. Mit dieser Jagd und alles. Und jetzt. Das ist ein bisschen langweilig da. Ach komm, bitte nicht. Hallo. Hab ich dich. Ist das vorbei? Ja, komm. Was ist mit dem Dingern los? Oh Mann. Hä? Da bist du. Was war das? Okay, mir egal. Schlägst du mich wieder? Mama, ich liebe. Ich will mich schlagen, Mama. Bam. Eins noch. Nein! Zwei noch. Verdammt! Ich mach das falsch und ich muss dein Auge angreifen, oder? Ich glaube, ich muss dein Auge angreifen und das alles ignorieren. Ich glaube, das ist nur... Oh Gott. Nächstes Mal greife ich dein Auge an. Versprochen. Ja, man muss dein Auge angreifen. Der Rest ist unwichtig. Oh Gott, das hat er erst gecheckt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich hab's erst jetzt gecheckt. Na egal. Wissen habe ich ihn jetzt verprügelt. Aber ist es immer der gleiche Scheiß? Es ist immer der gleiche Kampf hier? Die ganze einfach nur das gleiche machen? Ist ja voll boring, wenn ja. Nur das gleiche, oder? So, das war's. Jetzt kommt wieder der. Ja, Karalos fliegt weg. Ist immer noch da. Tschüss. Okay, jetzt kommt er hier wieder. Jetzt muss ich ihn wieder ausweichen. Dann schieße ich ihn wieder ab. Dann greife ich ihn wieder an. Das war's. Das ist der Kampf. Das ist der ganze Boss, Freunde. Dieses Prinzip. Bam, 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 bam. Schön, schön, schön. Okay. Ja, der Kampf. Sorry, aber der Kampf ist mega boring. Ich spule das für euch vor, glaube ich. Nein! Hab ich ihn? Jetzt. Das war erst die erste Phase. Wie lange geht der Boss bitte? Aha, ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwas damit auch auf sich hat. Oh! Oder vielleicht ist er wirklich schon zu Ende. Und ich muss einfach nur jetzt fliehen. Hey!
falschen Fackel. Müssen wir fliehen? Ne, wir kämpfen hier oben einfach weiter, oder? Einfach nur kurz. Umgebungswechsel. Aber wahrscheinlich exakt gleicher Kampf, oder? Zack. Komm her, ich will kämpfen. Schön. Sieht aus wie das eine Pokémon, oder? Aus Gen 7, glaube ich. Was zum? Ey, verschwindet! Es ist doch Medusa! Hä? Ach so, es geht nur manchmal, okay. Okay, das geht aber viel schneller hier. Die Phase geht viel schneller. Oder ist es vorbei? Ist er schon tot? Ich verstehe den Boss nicht. Der ist schon tot? Hä? Also irgendwer muss man mal diesen Boss erklären. Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Er hat nur zwei Phasen gehabt? Und... keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung mehr. Vor mir habe ich einfach keine Ahnung mehr, was passiert ist, aber... das war der Boss? Schiff ist kaputt? Und... sieht mal einer an. Das hätten wir eigentlich von Anfang an sehen können, aber haben wir nicht, aber... dieses Symbol ist tatsächlich die Flamme, nach der wir suchen. Aber erstmal das Herz. Ja, das habe ich nötig. Nice. Ja! Die blaue Flamme. Von Nairu. Ja, da sehen wir nicht, wie sie aussieht. Wie bei der anderen. Aber es ist so wichtig. Ich weiß nicht. Oh. Was hat sie vor? Greift sie uns an? Nö, war so ein kleiner Spaß. Sie greift das Schwert an. Und nun ist es noch mächtiger als zuvor. Eine Flamme fehlt nun noch. Aber jetzt haben wir zwei Flammen bereits. Nairus Flamme hat dein Schwert gestärkt. Pfei erhält neue Macht. Du kannst nun mit der Aurasuche mehr Dinge erspüren. Lol. Was? Okay. Sag mir nicht, das ist das Upgrade. Ich hoffe schon, dass wir stärker werden. Das wäre sonst lame, weil niemand da fragte. Aber besser als nichts, habe ich recht? Ja. Hä? Was zum... dieser Abdruck auf meiner Hand. Jetzt leuchten da schon zwei von diesen Dreiecken. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. All right. Vielen Dank für deine Hilfe. Psst. Ja, allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Das steht nun viel Arbeit hervor. Ich hoffe, dass auch du deine Freundin bald finden wirst. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. Psst. Alles klar. Und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In der nächsten Folge von Zelda Skyward Sword. Da wird es dann bestimmt richtig spannend. Plus, wird wahrscheinlich wieder eine Folge mit Ingi. Also, bis dann.